Wir fahren heute mit einem völlig neuen Gerät, eine völlig neue Entwicklung, um punktgenau Pflanzenschutzmittel, in diesem Falle Herbizid, auszubringen in der Kultur Zwiebel gegen die Kartoffel. Die Zwiebeln sind gesät worden, irgendwo 20. April mit RTK. Und wir haben diese Spur übernommen auf diesen Spritzschlepper jetzt, damit wir genau wieder in der gleichen Linie fahren können. Ist heute schon fast Standard, aber noch lange nicht für jeden. Für dieses Gerät und auch zur Entlastung für mich natürlich eigentlich unabdingbar, in Zukunft nur noch mit RTK fahren zu können. Hintergrund ist, wir wollen Pflanzenschutzmittel einsparen. Wir wollen gezielt diese Durchwuchskartoffel vom Vorjahr hier bekämpfen, aber die Zwiebel nicht schädigen. Fakt ist, dass wir 97-98% Pflanzenschutzmittel einsparen hier. Das ist eine enorme Steigerung. Wenn wir da hinkommen, wenn das der neue Weg sein wird oder sein könnte, dann müssen wir den verfolgen. Wäre für uns eine Riesenchance, auch in Zukunft ein qualitativ besseres Produkt verkaufen zu können. Da müssen wir hin, da wollen wir hin. Und ich weiß zum Beispiel auch aus dem Rapsanbau, da wird nicht nur die Menge mehr bezahlt heute bei der Vermehrungsraps, sondern die gehen auch auf Qualitäten inzwischen. Da wird also preislich schon unterschieden. Und so wird es allen anderen Kulturen auch kommen. Da kommen wir nicht drum rum. Kurz ein Wort zur Technik. Wir haben also vorne einen Frischwassertank, 500-600 Liter, und einen Mitteltank oder einen Mischungstank. Man weiß ja nie genau, wie viel Liter Spritzbrühe brauche ich hier pro Hektar, weil die Verunkrautung ist ja unterschiedlich. Somit habe ich vorhin für diese Parzelle hier, die ist 20 Hektar, habe ich erstmal 200 Liter angesetzt und habe jetzt ungefähr 9 Hektar bearbeitet und habe erst 85 Liter verbraucht. Das heißt also, wenn ich jetzt mitten in der Parzelle merke, oh, ich brauche noch 50 Liter, dann kann ich mir die selber zumischen. Ich habe also eine hydraulisch angetriebene kleine Spritzpumpe vorne und da kann ich mir Klarwasser reinholen, gebe die Mittel zu und dann habe ich meine Brühe zusammen. Die Zapfwelle im Heck treibt nur einen Generator an, um dieses Gerät mit Strom zu versorgen. Das ist die einzige Aufgabe der Zapfwelle. Sie besitzt Düsen, die also wirklich exakt mit einem entsprechenden Sicherheitsabstand um 2 mm um die Zwiebel rum spritzen können. Wir fahren mit derzeit 4 Bar Spritzdruck, reicht völlig aus. Eigentlich ein einfaches Gerät, hydraulisch klappbar, wiegt nichts. Der Spritzbalken unten setzt sich selbstständig in die 25 cm Arbeitshöhe. Ob wir dieses Gerät kaufen, das müssen wir mal sehen. Wir sind im Moment in dieser Versuchsstadienreihe, werden alle Daten, Fakten, alles sammeln aus allen Kulturen, alle Bilder in allen Abständen, damit man im Herbst, im Winter ein Resümee daraus ziehen kann oder einen Schluss daraus ziehen kann.